Etwas versteckt am nördlichen Ende des Handelshafens steht die Gustav Zeuner. Sie ist der einzige erhaltene historische Kettenschleppdampfer der Elbe. Zugleich war die Gustav Zeuner der erste Kettenschlepper der zweiten Generation. Wir stellen Ihnen das Museumsschiff vor. Genau genommen dürfte es ein großer Zufall und zugleich ein großes Glück sein, dass ausgerechnet die Gustav Zeuner als einziger Kettenschleppdampfer überlebt hat. Wurde sie doch nach jenem Mann benannt, der die Wasserstrahlturbine erfand, die Kettenschiffen eine von der Kette unabhängige Talfahrt ermöglichte. Bis dahin war nämlich die Begegnung von zwei Kettenschiffen ein großes Problem. Doch das lassen wir uns lieber vom Museumsschiffsführer Guido Völke erläutern. Die ersten Versuche mit der Kette in der Elbe begannen 1866 hier in Magdeburg, in der Magdeburger Stadtstrecke. Das war eine schwierige Strecke. Hier gab es den Domfelsen. Außerdem gab es schwierige Brücken zu passieren, und da stellte sich heraus, dass Schiffe, die von einer Kette geführt wurden, besonders effektiv ihren Dienst verrichten konnten. Nach Testversuchen, die erfolgreich verliefen, erweiterte man die Kette einmal in Richtung Hamburg und zum anderen in Richtung Dresden. Das ging sogar weiter bis in die heutige Tschechei, bis nach Melnik. Das waren zusammen 730 Kilometer Kette. Es gab noch einen Seitenabzweig von der Kette, das ging bis Halle, das waren nochmal 130 Kilometer. Also hier gab es ein sehr langes Stück Kette, 840 Kilometer. Die Hochzeit der Kettenschleppschifffahrt, das war in etwa um 1900 bis 1905, da gab es 37 Kettenschleppschiffe auf der Elbe. Dieses dauerte natürlich nicht ewig, das wurde dann schrittweise erstmal aufgebaut, bis man auf die lange Strecke kam, und dann erfolgte nach der Hochzeit wieder der Abbau dieser langen Kette. Diese Kette wurde zum einen verschrottet und zum anderen musste man eine Gefahr beseitigen. Andere Schiffe, die konnten sich in der Kette verfangen. Ab den 30er Jahren verlor die Kettenschifffahrt ihre Bedeutung. Die Gustav Zeuner selbst war bis 1931 im Einsatz. Die beiden letzten Magdeburger Kettendampfer wurden am 16. Januar 1945 durch Bombentreffer versenkt. Es gab Nachfolgeschiffe. Vielen Zuhörern wird bekannt sein, hier liegt ein großes Schiff, die Württemberg. Das war in etwa die Generation von Seitenradschleppdampfern, die diese Kettenschleppschiffe ablösten. Es gab zwei grundsätzliche Varianten. Das eine war mit Doppeltrommelwinden. Das war die erste Generation. Hier hangelten sich die Schiffe an zwei großen Trommeln an der Kette entlang. Aber die Reederei stellte fest, da es ja nur eine Kette in der Elbe gab, es gab sehr große Schwierigkeiten, da sich ja Schiffe begegnen konnten. Also man musste den Erfindergeist weiter walten lassen. So kam man zu der zweiten Generation von Kettenschleppschiffen. Die wurden mit zwei Antrieben ausgerüstet. Einmal gab es den Hauptantrieb, das Bellingradsche Greifrad. Und dann gab es einen Zusatzantrieb, die sogenannten Zeuner-Turbinen. Das waren Spezialantriebe. Herr Professor Zeuner lehrte seinerzeit in Dresden und er war der Erfinder dieser doch bedeutsamen Zusatzantriebe. Gebaut wurde die Gustav Zeuner 1894 in Dresden-Übigau. Nach der Außerdienststellung 1931 wurde das Schiff abgewrackt. Die ganzen Innereien, nenne ich mal so salopp, die Maschine, der Kessel und die Antriebe wurden entfernt, sodass irgendwann der Rumpf leer war. Auch die ganzen Decksaufbauten, die man sieht, der Schornstein und die hölzernen Aufbauten, wurden entfernt. Es blieb nachher bloß noch der leere Rumpf über. Aber der Rumpf hatte sehr großes Glück. Hier in Magdeburg gab es einen Fährmann in Magdeburg-Fernersleben, in etwa heute am Salbker See. Dort betrieb er seine Fährwirtschaft. Warum brauchte er nur diesen leeren Rumpf? Neben seiner Fährwirtschaft betrieb er noch eine Badeanstalt und seine Badegäste wollten sich nach dem Elbbade umkleiden. Deshalb baute Herr Michaelis oben auf Deck Umkleidekabinen. Herr Michaelis war ein sehr geschäftstüchtiger Mann. Er stellte fest, die Badegäste kamen hungrig und durstig aus der Elbe. Deshalb baute er am Heck seines Schiffes oder unserer Gustav Zeuner noch eine kleine Gaststätte. Dort konnten die Leute Würstchen essen und ein Bierchen trinken. Später kamen noch Unterstellmöglichkeiten für Boote unter dem geräumigen Rumpf hinzu. Ich sage bewusst großen Rumpf. Sie müssen wissen, dass das Schiff 55 Meter lang ist und gut 8 Meter breit. Und jeder kann sich vorstellen, hier konnten viele, viele Privatboote eingelagert werden.
Dieses bunte Treiben des Schiffes ging etwa bis Mitte der 80er Jahre. Dann wurde das Schiff aufgegeben, es verwahrloste und es begann eigentlich ein großer Verfall. Im Jahr 1988 setzte die damalige DDR noch einen Stopp, indem sie die Rostien-Reste unter Denkmalschutz stellte. Die Reste konnten nicht einfach entfernt werden. Die Firma Giese, der ich auch angehöre, begann im Jahr 2005 in Zusammenarbeit mit der Stadt Magdeburg und dem Arbeitsamt das Schiff zu sanieren. Das war ein großes Projekt und jeder kann sich vielleicht vorstellen, ein solch großes Schiff kann man nicht an Land reparieren und sanieren. Deshalb bauten unsere Kollegen das Schiff auseinander. Sie schnitten es in 15 Teile, die dann in Einzelteilen in Werkhallen repariert wurden. In der Zeit der Reparatur der Schiffssegmente wurde hier ein neues Fundament erstellt und unsere Kollegen schweißten den Rumpf hier vor Ort wieder zusammen. Andere Kollegen hatten schon zwei alte Dampfmaschinen wieder gangbar gemacht. Der neue Spezialantrieb, das Bellingradsche Greifrad, wurde neu gebaut und neu eingebaut. Es kam ein alter Kessel dazu und die beiden Zäunerturbinen wurden im Heck des Schiffes auch eingebaut. Nachdem das Innenleben des Schiffes gefüllt war, wurde durch unsere Kollegen das Deck geschlossen und alle hölzernen und stählernen Aufbauten auf Deck wurden komplettiert, sodass am 11.11. im Jahr 2010 die feierliche Übergabe an den Oberbürgermeister der Stadt erfolgte. Das war für unsere Firma und für die Stadt Magdeburg ein sehr bedeutsamer Moment. Wir haben einen sehr, sehr großen Zuspruch. Über 4.200 Besucher haben unser Schiff schon besucht. Der allerweiteste kam aus Australien und dann kamen natürlich die allermeisten Gäste aus Magdeburg und aus Deutschland. Wir als Firma und Betreiber, noch Betreiber, sind sehr glücklich, dass das Schiff so toll von der Stadt Magdeburg und seinen Gästen angenommen wird. Die Gustav Zäuner hat die lange Elbkette, die ja von Melnik bis Hamburg in der Elbe lag, aufzunehmen. Das geschah über einen Bugausleger. Danach wurde die Kette über das Schiff geführt und die Kette verschwand dann im Maschinenhaus. Das heißt, das Bellingradsche Greifrad nahm die Kette auf und mit Hilfe des Greifrades konnte sich das Schiff dann an der Kette lang bewegen. Nachdem die Kette das Greifrad passiert hatte, verließ sie wieder das Schiff und die Kette wurde dann wieder in der Elbe abgelegt. Eine schwierige Situation entstand, wenn sich zwei Schiffe an der ein und derselben Kette begegneten. Man muss dazu wissen, es lag nur eine Schleppkette in der Elbe. Die Schiffe, die Strom auffuhren, die hatten die Lastkähne an sich, also die hatten Vorfahrt. Die brauchten nur, vielleicht sogar in Anführungsstriche gesetzt, ankern und warten. Die Schiffe, die Strom abfuhren, die fuhren immer ohne Last, die mussten die schwierige Arbeit lösen. Schwierige Arbeit bedeutet, die Kette musste an Bord des Schiffes mit Meißeln und Vorschlaghämmern auseinandergetrennt werden. Das war für die Bootsleute eine schwierige und gefahrvolle Arbeit. Nachdem die Kette getrennt wurde, wurde ein Stück Verlängerungskette, auch Wechselkette eingefügt. Diese Kette wurde dann in der Elbe versenkt und das bergfahrende Schiff konnte mit seinen Lastkähnen dann passieren. Das bergfahrende Schiff hatte eine Wartezeit von ca. 20 Minuten, der Talfahrer natürlich wesentlich mehr. Er musste ja die Arbeit verrichten. Er hatte eine Wartezeit von ca. 45 Minuten, denn nachdem das Bergschiff wieder vorbeigefahren ist, musste die Kette wieder aufgenommen werden. Sie wurde wieder getrennt. Diese Ersatz- oder Verlängerungskette, Wechselkette, wurde wieder herausgenommen. Das heißt, die Kette musste mehrfach geöffnet und geschlossen werden, damit auch das talfahrende Schiff seine Fahrt fortsetzen konnte. Diese Begegnungen waren bei 37 Kettenschleppschiffen doch recht häufig, kann man sich vorstellen. Deshalb wurde dann die zweite Generation der Kettenschleppschiffe eingeführt. Sie hatten einen Spezialantrieb, das war das Bellingradsche Greifrad und die Zäunerturbinen. Die Zäunerturbinen erlaubten dem Kettenschleppschiff eine Fahrt außerhalb der Kette, also man brauchte diese Wechselmanöver nicht mehr durchführen. So, wir befinden uns jetzt hier in diesem zentralen Maschinensystem von der Gustav Zäuner. Hier ist die Dampfmaschine, eine angetrieben, die zweite steht in Reserve und dazwischen steht das Bellingradsche Greifrad. Mit diesem Bellingradschen Greifrad wurde das Schiff an der Kette stromaufwärts gezogen.
Kleine Finger tasteten sich in die Kette rein oder an die Kette ran, klemmten sie ein und das Schiff fuhr dann stromaufwärts. Mit der Last hinten dran mit Tempo 5 km/h. Das hat gereicht, um viel, viel zu transportieren. War nicht schnell, aber effektiv genug. Jetzt hat man hier Folgendes noch reingebracht. Wir haben hier Kupplungen drin, dass man getrennt fahren kann. Bei Bergabfahrt wurde das Schiff getrennt von der Bellingradschen Greifrad-Einheit, ging dann rüber auf die Turbinen und wurde dann stromabwärts mit Turbinen gefahren und war weitaus schneller und hat keine anderen Schiff an der Kette gestört. Das war eigentlich der ganze Nutzen, was Gustav Zöllner damals erfunden hat. Wir haben hier unten in den Sektionen noch die Kesselanlage stehen. Die darf nicht mehr betrieben werden. Die Kette ist, wollen wir so sagen, auch nachempfunden worden, das Ganze. Ist keine Originalkette mehr, aber wir haben sie annähernd angeglichen mit der Größe. Dann haben wir die beiden Gustav-Zöllnerschen Turbinen, den Turbinenantrieb. Ja, das wäre jetzt schon soweit alles, was jetzt an Technik drin ist. Es war einfach. So, und der Kessel, den wir hatten, der hat einen Durchmesser von 2,50 Meter, ist ein sogenannter Großraumwasserkessel mit einem Betriebsdruck von 12 Atmosphären. Und hat das Schiff komplett mit Dampf versorgt. Alles, was auf dem Schiff war, es wurde mit Dampf angetrieben. Es gab kein elektrisches Licht. Zweitens war noch eine Kuriosität hier auf dem Schiff. Das waren die beiden Heizer. Es gab einen Linkshänder und einen Rechtshänder. Sonst haben sie sich gegenseitig auf die Schippe genommen. Das ist Tatsache. Nee? Und Kohle gab 60 Tonnen an Bord. Wir machen es heute ohne, wir haben einen riesen Kompressor drauf, der schafft das spielend. Das Bellingradsche Greifrad hinter uns wiegt etwa 20 Tonnen und die beiden Dampfmaschinen bringen nochmal 5 Tonnen auf die Waage. Also das ist hier der kompakteste Raum. Ruderanlagen sind zwei drauf, ein Bugruder und ein Heckruder, weil die Kette musste wieder so abgelegt werden im Flusslauf, dass der andere auch wieder genau in der Flussmitte fahren konnte. Und irgendwann ist er mal auf die Wiese gefahren in der Kurve. Und das durfte nicht sein. Der hat die Kette immer wieder gefunden, aber nur wie gesagt, kommt sie zu dicht ans Ufer, dann setzt das Schiff auch mal an. Bis zum 31. Oktober, immer mittwochs bis sonntags, können Sie die Gustav Zöllner besichtigen. Führungen gibt es jeweils um 10, 12 und 14 Uhr. Anmelden kann man sich unter Telefon 0391 409 51 80. Der Eintritt ist frei. Im Winter kann man das Schiff nur von außen in Augenschein nehmen. Die neue Saison beginnt dann wieder im Mai. Im Internet kann man sich unter www.kettendampfermagdeburg.de informieren.